Natürlich muss Serbien noch etliche Schritte unternehmen, um in die Europäische Union zu kommen. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel, dass der Westbalkan am Ende in der Europäischen Union ist und nicht anderen Einflusssphären überlassen wird, zum Beispiel China, zum Beispiel Russland. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Partner auftreten, dass wir die Serben motivieren, den Weg zu gehen. Belehren allein wird nicht funktionieren, aber motivieren, sie diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Und darüber hinaus haben wir natürlich große wirtschaftliche Beziehungen und Interessen auch, gerade als Bayern. Und wir setzen uns immer dafür, dass Süd- und Südosteuropa dann geschlossen eben in die Europäische Union kommt. Insofern nicht einfach, aber ich glaube doch fruchtbar, den Weg fortzusetzen.